Hallo Leute, heute machen wir einen Holunderblütensekt. Dazu braucht man 2 Zitronen, ein Kilo Zucker, lauwarmes Wasser zum Auflösen von der Weinsteinsäure und dem Zucker, ein Gefäß, im Rezept steht ein Tongefäß, in unserem Fall ist es ein Weinballon und natürlich Holunderblüten, im Bestfall gesäubert oder die Blüte an sich. Da die bei uns schon abfallen, macht es das Ganze deutlich einfacher. Und eben Weinsteinsäurepulver oder Weinsteinbackpulver. Da habe ich mich nochmal informiert und da macht es keinen Unterschied, ob das ein Weinsteinbackpulver ist, das du für normale Kochrezepte benutzen kannst, als normales Backpulver oder eben für die Sektherstellung. Weil der einzige Unterschied die Säure ist, die in dem Backpulver ist. Wir zeigen euch jetzt noch nach und nach die Schritte und erklären noch weitere Sachen, die anfallen. Somit frohes Schauen! So, wir fangen an, die Zitronen zu schneiden in 1-2 cm dicke Scheiben, die als Geschmacksträger eben noch gelten, weil Holunder so vergleichsweise wenig Eigengeschmack hat. Und so ist es dann fertig. So, als nächsten Schritt bereiten wir das Zuckerwasser und die Weinsteinpulver vor, das wir im Nachhinein dann mit einem Trichter umfüllen und mit dem restlichen fehlenden Wasser aufgießen. Wir fangen jetzt mit dem Zucker an und tun das rein. Das Wasser ist jetzt 40-50 Grad ungefähr. Und wird dann schön umgerührt, bis sich alles aufgelöst hat. Wahlweise werden wir noch eine zweite Schüssel machen. So, der Zucker ist eingeräumt. Als nächstes tun wir jetzt noch das Backpulver rein, das Weinsteinbackpulver rein. Wir haben jetzt gerade keine Waage zur Hand. Aber man kann das auch ganz einfach mit einem Esslöffel machen. Ein gehäufter Esslöffel hat zwischen 20 und 25 Gramm. Und ja, und da tun wir 2 gehäufte Esslöffel rein. Ja. So, und jetzt natürlich schön umrühren, bis sich alles komplett vermischt und aufgelöst hat. Bisschen laufen. So, nach 2 Minuten umrühren, um sicher zu gehen, dass sich alles aufgelöst hat. Wird es jetzt umgefüllt. Als nächstes Schritt tun wir die Zitronenscheiben schon mal der Reihe einzeln rein und tun danach die Holunderblüten auch durch Trichter und ein bisschen Wasser dann reinspülen.
Ehrlich, die lösen sich schon ab. Ja, da könntest du jetzt erwähnen, wie viel Deuten man denn braucht dafür. Also, für in dem Rezept, das wir haben, ist die Anzahl der Holunderblütendolden bei 7 großen. Da wir aber einen 5 Liter Weinkolben haben, nehmen wir in dem Fall auch ungefähr 6 bis 7. Die werden sie eingefüllt und dann kippen wir noch Wasser drüber, dass es auf die 4,5-5 Liter kommt. Und der wird täglich umgerührt und nach einer Woche abgesiebt und in Flaschen befüllt. Und das Sekt wird jetzt umgerührt und das wird jetzt 7 Tage lang wiederholt. Wie ihr ja gesehen habt, haben wir das mit dem Trichter eingefüllt. Da das aber stellenweise verstopft ist, haben wir das gleich mit Wasser aufgefüllt und sind jetzt an dem Punkt, ich zeige es euch nochmal schön in nah, dass die Flasche im Prinzip eigentlich voll ist, aber noch ein wenig Luft nach oben hat, was man immer bei diesen Kolben braucht. Und die Sekt an sich ist sehr alkoholgehaltarm und wie gesagt, den muss man jetzt jeden Tag einmal umrühren und nach 7 Tagen dann durchfiltern und in Flaschen befüllen. Schauen wir mal, wie es wird.